Wir kommen langsam in den Bereich, so die modernen Straßen sind umgesetzt, gleich auch. Wir kommen langsam in den Bereich, dass wir auch Aktionspunkte ansammeln, aber ich würde trotzdem noch 15 Tage, trotzdem weiter Australien nerven. Ja, Horst, die fragt doch gerade, ob wir überhaupt schon mal so Anfragen erhalten haben, was so Investitionen oder Wohlwollen betrifft. Nee, das ist voll schade. Ja, also dieser Aspekt des Spiels, wir machen das, wir investieren überall, aber also es sei denn, es gibt dafür kein Pop-up, aber ich glaube, niemand hat bisher in Neuseeland investiert. Das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die bei anderen Ländern, die direkte Nachbarn haben und nicht so ein Inselstaat ist, oder die eine mehr Distrikte hat und mehr Einwohner, ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass Australien an irgendeiner Stelle mal investiert. Aber sowas ist bisher nicht passiert bei uns. Hm. So, jetzt ja, es ist dann auch die ganz kurz nur, ja, ist auch die Frage, ob das Spiel das überhaupt vorsieht, dass die anderen das machen können. Hm. Oder ob das Spiel quasi sich nur um den Hauptspieler dreht. Im Sinne von, dass diese Person alles steuert. Und jetzt sind wir direkt, ich glaube, das hier ist interessant, rasende Inflation. Unser schnelles Wirtschaftswachstum hat zu einem enormen Anstieg der Ausgaben und somit auch zu einem zügellosen Inflation geführt. Unsere Ökonomen fragen sich, wie sie auf dieses Problem reagieren sollen. Höhere Zinssätze festlegen und Investitionen zurückfahren. Okay. BIP-Wachstum wird dann um 0,1 gesenkt. Reduzieren wir die Geldumlaufmenge und führen wir angebotsorientierte Wirtschaftspolitiken ein? Erhöhen wir Steuern? Hm. Okay, also wenn ich das jetzt gerade richtig verstehe, ist der Geldumlauf im Staat zu hoch, sodass sich quasi der Wert der jeweiligen Güter ein Stück weit entkoppelt von dem Geld, was da ist. Wenn du es so übersetzt, beginne ich auch jetzt das Problem zu erkennen. Also danke dafür. Ich hätte jetzt gefragt, weißt du, was sie meint? Danke. Also, ich habe es versucht. Das heißt, man muss dann irgendwie gucken, dass man entweder, also hier werden uns ja unterschiedliche Varianten tatsächlich auch schon angeboten. Wenn du die Geldumlaufmenge rausnimmst, und die Wirtschaftspolitik umänderst, da bin ich was immer in die richtigen Werte investieren, ja. Das kann man natürlich machen. Ich bin jetzt nur gerade am Überlegen, was uns das tatsächlich. Also wie sich das jetzt praktisch auswirkt. Also nur weil wir den Geldumlauf minimieren, heißt das ja nur, dass das um das physische Geld geht, was wir einziehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn Leute mit EC-Karte, Kreditkarte oder sonst irgendwas bezahlen, dass es dort irgendwie sich so auswirken würde. Ja. Falls irgendjemand in Spezi in Volkswirtschaft ist, ist genau jetzt der Moment, das in den Chat zu schreiben. Wenn wir die Steuern erhöhen, schöpfen wir das Geld auch ab, packen das in unsere Kasse, aber so richtig ändern tut sich aber an der Situation ja auch nichts, oder? Weil die Summe des Geldes ist ja trotzdem wieder zu hoch. Nur, dass sie halt dann in unserer Kasse ist und wir, also... Ja. Ja, wir haben halt so ein hohes Wirtschaftswachstum. So wie ich das sehe, sind wir hier, höhere Zinssätze festlegen, ist halt... ein Kontrollinstrument, wo wir auch abschöpfen, aber auch die Wirtschaft etwas bremsen, oder was heißt etwas, ordentlich für ein Jahr lang minus 0,1. Das hier wäre so ein bisschen, der Markt regelt das. Ne, wir schrauben an den Parametern und so müsste dann das Wirtschaftssystem darauf reagieren. Habe ich das Gefühl. Vor allem, weil der Interventionismus minus 3 ist. Ja. Also das ist
glaube ich, der Effekt, den das dann hat. Aber mir geht es tatsächlich eher darum, wenn es wirklich nur der Geldumlauf ist, dann reden wir ja wirklich nur über das physische Geld, was sich im Umlauf befindet, weil alles andere kannst du nicht. Ja. Insofern, glaube ich, ist das rein als staatliche Maßnahme für die Inflationsbekämpfung, habe ich den Eindruck, könnten die anderen besser funktionieren. Und weil möglicherweise genau da dahinter steht, der Markt regelt das schon. Wir halten uns da jetzt mal raus. Alle, wenn wir jetzt versuchen, die Steuern zu erhöhen, würden wir natürlich mehr Geld haben von dem, was im Umlauf ist. Aber damit ändern wir ja auch nichts daran, dass sich der Wert des Geldes entkoppelt hat von dem Gut, wofür es steht. Mhm. Nur weil wir die Steuern erhöhen. Das ändert sich also nicht. Insofern wäre ich jetzt gerade bei der ersten Variante. Und zwar zu sagen, man legt die höheren Zinssätze fest. Mhm. Das gilt wahrscheinlich, gilt ja dann schlussendlich für alles, sowohl für das Geld, was Menschen auf die hohe Kante legen, als auch für Kreditsätze. Ja. Was hoffentlich dazu führt, dass eine ungehemmte Kreditaufnahme auch ein Stück weit zurückgeht. Und wenn wir die Investitionen ein Stück weit zurückfahren, nehmen wir ja automatisch Geld aus dem Kreislauf raus, weil wir ja binnen investieren. Es geht ja nicht um unsere Investitionen in Australien, Frankreich oder sonst irgendwas, ja. sondern um die Investitionen in unserem Land. Wenn wir die ja so ein Stück weit zurückfahren, wird es einen Knacks aufs Bruttoinlandsprodukt geben, weil logisch, da fehlt halt einfach Geld, was dann auch nicht ausgegeben werden kann von den Menschen. Aber es könnte das Inflationsproblem möglicherweise lösen. In dem Jahr. Ja. Aber ehrlich, mein letzter VWL-Kurs ist wirklich schon ein paar Jahre her. Ich finde aber, du hast es schlüssig dargelegt und es ist jetzt nicht so, dass wir einen Gesetzentwurf schreiben müssen, sondern wir müssen uns zwischen drei Optionen entscheiden. Und dafür hast du mir jetzt so viel Wissen präsentiert, und zwar in einer so kurzen und knappen Form, dass ich tatsächlich auch bei dir bin, dass ich für diese erste Variante bin, weil ich es jetzt verstanden habe, was da wohl hintersteckt. Weil zuerst habe ich hier drauf geguckt, weil Geld können wir ein bisschen drauf verzichten, AP nicht so. Und Interventionismus minus 3 fände ich eigentlich ganz schön, aber hier ist es nur plus 1 und das hier ist nur für ein Jahr, das können wir verknusen. Und so wie du es erklärt hast, macht das auch am meisten Sinn, finde ich, jetzt gerade. Ja, für mich auch, aber es kann halt auch sein, dass wir jetzt, das ist übrigens auch total schön, das habe ich, ich habe das heute irgendwo gelesen, ein sehr, sehr schöner Satz, für evidenzbasierte Entscheidungen hat man das Problem, dass es, naja, ganz viele Punkte gibt, die richtig sein können zur gleichen Zeit. Und man dann immer noch nicht weiß, was besser ist. Und ich habe keine Ahnung, was das jetzt zur Folge hat. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt alles wirklich richtig erklärt habe, auch mir selber erklärt habe und damit argumentiert habe. Ich hoffe, dass ich uns jetzt keinen einlege. Okay. Aber ich würde das hier anklicken. Mache ich jetzt auch. Und es ist noch was passiert. Hier... Langzeitbeziehungen. Vertiefen Sie Ihre Beziehung zu Ihrem Verbündeten, bewahren Sie Ihren Block mindestens 2 Jahre lang. Blockanführer sind wir. Belohnung, es gibt Geld und Blockbeziehung plus 30. Ja, das kriegen wir hin. Wir hegen und pflegen Australien. Unsere Beziehung mit Australien ist im Moment 174. Da nochmal plus 30 drauf. Minimale Beziehung für Blockunterhalt 110, das sollten wir hinkriegen. Diese Mission werden wir erfüllen und wir bekommen Blockbeziehungen plus 30 ist der Hammer und naja, Geld, ja. Okay. Aber ja, schön. Das ist schön, genau. Wir müssen warten, bis wir wieder investieren können. Das ist auf einem Cooldown, das wird gerade nicht angezeigt, weil wir das reihum mal gerade mit ganz vielen gemacht haben, nehme ich mal an. Und hier sind es noch 11 Tage, bis wir wieder nach APs fragen können. Dann können wir jetzt wieder das Spiel weiterlaufen lassen und bestimmt ist demnächst auch wieder irgendein Projekt fertig. Ja, die Straßen sind jetzt in 9 Tagen, in 8 Tagen durch. Und ja, wir sind... Danach? Und nach den Straßen, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, stand dann auch dieses Schienennetz. Das würde ich auch super gut finden.
So, moderne Straßen wurde umgesetzt. Dann gucken wir mal. Ja, grundlegende Infrastruktur. Da unten haben wir ein nationales Schienennetz. Das gibt uns AP-Einnahmen plus 48. Mhm. Einfach mal so. Das ist ja abgefahren. Das finde ich auch total cool. Jetzt würde ich nur noch mal rückfragen wollen. Haben wir das Ding mit dieser Inflation jetzt einfach durch und wir investieren einfach weiter in unser Land oder müssen wir uns darum kümmern, dass wir das gerade als Problem hatten? Nee, ich glaube, wir haben mit dem Ereignis, weil ich habe auch kurz gezögert, ich habe das aber nicht laut gesagt, ich habe auch kurz gezögert, sagte so, wollen wir die mittlere Option nehmen, wo wir einfach nur einen Malus auf das Geld kriegen und dann händisch in die Steuern reingehen und die einfach erhöhen, dass unser BIP kleiner wird? Aber ich glaube, so ist das Spiel nicht gedacht. Also hier wird dann wieder so ein bisschen, es ist ein Ereignis und wenn, ich glaube, wir können nicht außerhalb des Ereignisses agieren. Sondern wir müssen die richtige Entscheidung dort treffen, oder was heißt die richtige? Wir müssen eine Entscheidung dort treffen und die wirkt sich dann darauf aus. Und vielleicht kriegen wir danach wieder ein Ereignis oder vielleicht auch nicht. Also das ist so, Okay. Ich würde auch so ganz langsam auf den Laser hinsparen wollen, fällt mir gerade ein. Ja, nationales Schienennetz kostet keine AP. Es gibt uns AP. Deswegen. Ist total gut. Ja, finde ich auch. Und Schienennetz finde ich so großartig. Ja, deswegen, vor allem für die ländlichen Regionen, in die man sonst nicht so richtig gut kommt. Ja. Also, machen wir nationales Straßennetz. Auch nicht schlecht. Zu den Schienen kommen wir noch und Horsti hat es schon kommentiert mit nicht, dass sie wieder streiken, weil bei Democracy 4 wir mehrfach mit Streiks im öffentlichen Nahverkehr zu tun hatten. Das war sehr schade. Ach, eben war die Option jetzt gerade mit Investieren in Australien nicht mehr da, weil wir gerade schon dabei waren. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Super. So, und jetzt würde ich mal gerade die Kanalpunkte, die Horsti ausgegeben hat, André streckt sich, dem würde ich mal gerade nachkommen. Oh. Ah. Und bald können wir Sachen im Stehen machen. Und dann funktioniert das mit dem Schultern ausrollen auch noch viel besser. Danke, Horsti, für die Kanalpunkte. Kanalpunkte kosten nichts, die kriegt man einfach durchs Zugucken. Genau, und dann kann man ein bisschen Spaß damit haben. Übrigens gibt es immer noch Romy mit ihrem random Politiklexikon. Einfach eine Seite raushauen und ein paar Kanalpunkte ausgeben und Romy schlägt das Politiklexikon auf und erzählt etwas über was dann auf dieser Seite steht. Will ich nur noch mal sagen. Das können wir machen, alle. Ja, und wo du jetzt gerade Werbung für das großartige Handbuch Politisches System der Bundesrepublik Deutschland machst, erinnere ich mich daran, dass du letzte Woche auch was versprochen hast, worüber du meine Physik machen willst. Über Glas. Ja, richtig. Die Physik von Glas ist, werde ich was erzählen, wenn wir... Das muss nicht heute sein. Nö, aber habe ich direkt was vorbereitet, weil ich habe für einen Quiz habe ich mal Sachen diesbezüglich recherchiert. Da würde ich was zu erzählen, aber nach der Pause, die wir demnächst mal machen, würde ich sagen. Oh ja. Ja, oder? Sehr gerne. Also, und vielleicht ja was zu... Sehr gerne, ich finde es eine großartige Idee. Und ich habe auch gerade überlegt, ob wir denn dieses Glaskanalpunkte-Physik diesen Einschub nicht machen können, wenn ich mein neues Fenster habe. Dann kann ich mich dann hier hinsetzen und kann mich die ganze Zeit im neuen Fenster freuen und dir zuhören. Können wir auch machen, aber ist auf jeden Fall ein Thema, was ich jetzt im Hinterkopf behalte. Hat nicht zwangsläufig was mit dem Springen deines Fensters zu tun. Da könnte ich mich auch nochmal, was Spannungen in amorphen Kristallen angeht, auch nochmal einlesen. Aber Glas ist halt auch ein echt spannendes Material, über das so viel Blödsinn erzählt wurde in Medien und das immer noch als Legende rumgeistert. Aber dazu später.
rasende Inflation gestoppt. Das ist das Ereignis, ne? Unsere Maßnahmen waren ausreichend, um die Bedrohung unserer Wirtschaft konnte abgewendet werden. Unsere Bonitätsbeurteilung hat sich gebessert, was uns wieder auf Kurs bringen wird. Okay, und jetzt können wir hier zwei Sachen entscheiden. Nützen wir diese Gelegenheit, um unsere Investitionsmenge zu erhöhen und unsere wirtschaftliche Situation zu verbessern? BIP-Wachstum, AP-Einnahmen minus 400 für ein Jahr lang und Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,2. Das ist natürlich auch krass. Oder wir sollten daraus unsere Lektionen lernen, unser Steuersystem verbessern und in Zukunft besser vorbereitet sein, mehr AP-Einnahmen und Umsetzungszeit für alle Projekte in Neuseeland minus 15 für ein Jahr lang. Minus 15 Tage. Das ist nicht so viel, aber die positiven Boni hier sind verlockend, aber die minus 400, nee. Ja, lass uns mal kurz da nochmal drüber nachdenken, was die jetzt gerade von uns eigentlich wollen. Also eines ist, wir sollen das Steuersystem verbessern, was auch immer das genau bedeutet. Und das andere, das obere ist... Nützen wir die Gelegenheit, um unsere Investitionsmenge zu erhöhen und unsere wirtschaftliche Situation zu verbessern. Das ist ja aber Quatsch, weil wir haben ja gerade die Investition zurückgefahren, damit wir die Inflation nicht krass durch die Decke treiben. Und das heißt, wir würden ja jetzt riskieren, dass wir das gleiche Problem wieder haben, ja, wenn wir die Investitionsmenge wieder erhöhen. Und wenn unsere wirtschaftliche Situation nur deswegen gut ist, weil wir als Staat super viel in unsere eigene Infrastruktur packen oder in... Also wir das alles selber bezahlen, dann ist das eher eine Scheingeschichte, was die Positivität betrifft. Insofern bin ich eher bei Variante 2, das Steuersystem zu verbessern, um in Zukunft besser vorbereitet zu sein. Dass man es einfach vorher schon mit einer ausgeklügelten Wirtschafts- und Finanzpolitik sieht und regeln und bearbeiten kann. Und es ist auch so schön, so wie du es jetzt erklärt hast, machen jetzt plötzlich auch alles, was hier unten an Boni und Mali steht. Ist das die richtige Mehrzahl von Malus? Mali? Ich weiß nicht. Von Status ist es ja Status. Insofern könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es Malus ist. Ich hatte nie Latein. Das ist vielleicht mein Problem an dieser Stelle. Aber ich kann jetzt plötzlich diese Dinge hier verstehen, nachdem du es erklärt hast. Hier, wir kriegen super Wirtschaftswachstum und super Arbeitslosigkeit minus 0,2 und wir sind im Moment bei minus 0,02 und da irgendwie nur die zweite Nachkommastelle, um einen zu ändern, sind große Projekte notwendig. Das ist ein super Bonus, aber wir unterbinden quasi unsere Handlungsfähigkeit mit minus 400 AP jeden Monat. Das sind also grob gerechnet minus 4.800 Aktionspunkte. Wir machen uns handlungsunfähig für ein Jahr, könnte man sagen. Also das sieht vorne rum gut aus, aber wenn du genau drauf guckst, ist es nicht wirklich nachhaltig. Genau. Und hier unten, AP-Einnahmen gehen hoch und Umsetzungszeit für alle Projekte geht runter. Das macht Sinn. Wir sind handlungsfähiger. Wir schöpfen nicht, dass wir diese Krise überwunden haben. Wir haben das Richtige entschieden vorher und wir haben diese Krise überwunden und wir können jetzt davon profitieren. Entweder diese großen Boni einheimsen und dafür ein Jahr handlungsunfähig sein, was nicht nachhaltig ist, oder noch einen Bonus für Aktionspunkte zu bekommen für ein Jahr lang und Projekte schneller umzusetzen. Das macht für mich total Sinn und ist auch das Verlockendste an dieser Stelle. Dann lass es uns nehmen. Und dann kann ich auch endlich Belana guten Tag sagen. Hallo Belana. Ja. Hallo Belana, schön, dass du da bist. Wir waren gerade so in unserer VWL-Debatte gefangen über Inflation, Investitionen und was jetzt die hoffentlich richtige Strategie ist. Schön, dass du da bist. Ja. Und Prost, Belana. Ich habe gerade schon ein Schlückchen Wasser genommen.
Belana hat auch Kanalpunkte rausgehauen für Wassermarsch, ein Schlückchen Wasser. Das ist immer sehr schön, dass hier auch auf meine, das ausreichende Aufnahme von Flüssigkeit, dass darauf geachtet wird. Prost und danke. So. Und was ich übrigens auch gerade noch sehe, ist total schön, wie unsere Aktionspunkte pro Runde gerade hochgehen. Das Bruttoinlandsprodukt ist immer noch im Plus und auch unsere Bevölkerungszahl ist gewachsen. Du meinst hier, Index. Ach genau, der Index, Entschuldigung, genau, der Index menschlicher Entwicklung. Ja. Total gut. 81. Also das ist tatsächlich auch der Weg aus der Krise gewesen. Wir haben jetzt echt viel Plus an Aktionspunkten. Ich mache mal gerade wieder auf Pause, weil ich glaube, wir können, nee, investieren brauchen wir noch 5 Tage. Aber wir können schon wieder für nach AP-Punkten fragen. Und Australien hat 19.000 auf Kante liegen. Komm, her damit. Fragen kostet ja nichts. Genau, 95%. Also in dem Fall. Ja, 1K können wir uns aber leisten. Wir sind über 100.000 Geld im Plus. Also lass mal AP-Punkte rüberwachsen. Ich muss mir übrigens dieses Bild, André, von dir auch nochmal angucken. Ich muss dann ganz, ganz bald bei Twitter gucken, wie dieses Bild aussieht. Und Belana, es ist wirklich schön, dass du da bist, weil vorhin ging ja irgendwie dein Internet nicht. Oder heute hattest du ja nicht so richtig Zugang. Insofern doppelt herzlich willkommen. Ja, ich bin auch froh, dass du dabei sein kannst. Ich habe leider nichts davon mitbekommen, dass du Probleme hattest. Aber schön, dass du es trotzdem gesagt hast. Und danke für das Bild. Es ist 12 Jahre alt und Horsti hat schon gesagt, ich habe mich kaum verändert. Danke, Horsti, nochmal. Ich glaube, so Bilder von dir habe ich auch noch. Ja, ja. Ja, ich glaube, da habe ich auch noch was. 12, 13, ja, ja. Aus den frankischen Stiftungen, ne? Genau, aus den frankischen Stiftungen, aus der Leopoldina. Oh ja. Und beim Bier danach. Aha. Ja, das war gut. Ja. Mehr davon beim Abend. Ja. Ja. Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich umgesetzt in Australien. Das ist großartig und wir müssen direkt mal Investitionen hinterher schieben. Mit 80% würde ich die nur machen. Nicht einen Wohlwollenspunkt raushauen. Ja. So, und dann würde ich sagen, dann ist es langsam Pause, Romy. Ja, sehr gern. Ich wollte auch gerade ansetzen. Jetzt wird es langsam Zeit für die, aber das perfekt getankt. Da sind wir auch schon wieder. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Und ich sehe, der Horsti hat Kanalpunkte rausgetan. Einmal für Physik und einmal für Romy Random Politiklexikon, Seite 666. Dem gehen wir natürlich nach. Und ich mache jetzt einfach mal das Spiel weiter an auf einer niedrigen Geschwindigkeit. Damit wir auch hier vorankommen quasi. Bis das nächste Ereignis eintritt, einfach. Und ich würde kurz was über Physik erzählen. Also erstmal Wassermarsch habe ich auch noch gekriegt. Herzlichen Dank, Belana. Prost. Oh. Nationales Straßennetz wurde umgesetzt. Ja, darum kümmern wir uns jetzt gleich. So. Erstmal kurz die Physik. Ich habe ja eben schon gesagt, ich würde was zu Physik machen. Also erstmal, was trinke ich, wird gefragt. Das ist Wasser mit einem Schuss Granatapfelsaft drin. Zur Physik. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich würde kurz was über Physik erzählen, wofür man keine Kanalpunkte ausgeben muss. Nämlich einfach mal ein lustiger Fun Fact über Glas. Thematisch passend zu Romys Fenster, das plötzlich gesprungen ist. Es gibt so eine Sache, die ganz spannend ist. Ich habe das mal vor ein paar Jahren in der Presse gelesen und dachte mir, das ist doch komisch. Da hat nämlich jemand gesagt, dass Glas eine sehr, sehr langsam fließende Flüssigkeit ist. Oder, also wenn man danach googelt, findet man, glaube ich, immer noch Artikel, die das beschreiben. Und das ist falsch.
Glas ist keine langsam fließende Flüssigkeit. Worauf das begründet wurde, wenn ich erzähle hier nur aus der Erinnerung, ich habe in der Pause auch nicht recherchiert oder sowas, wurde gesagt, weil man hat festgestellt, an Kirchen aus dem 12. Jahrhundert oder sowas sind die Glasscheiben in diesen Bleiglasfenstern, also wo Blei dazwischen ist, zwischen einzelnen Glasscheiben, sind die Scheiben immer dicker unten als oben. Und hat das als Beweis genommen, dass über Jahrhunderte das Glas runtergelaufen ist. So, und jetzt nehmen wir uns einfach mal das Handwerkszeug eines guten Wissenschaftlers. Butzenfenster, könnte man auch sagen. Wird gerade im Chat gefragt. Nehmen wir uns jetzt einfach mal das Handwerkszeug eines guten Wissenschaftlers. Ist das ausreichender Beweis? Und ich würde sagen, nein, aus einem einfachen Grund. Man nimmt an, also es gehen, da kommt dann so Ockhams Rasiermesser zum Einsatz. Das sagt, dass man Thesen, also die These oder Theorie ist am wahrscheinlichsten, die am wenigsten Grundannahmen, also die am wenigsten abwegigste Grundannahmen oder die wenigsten Randbedingungen bedarf. Und diese These, dass das Glas eine langsam fließende Flüssigkeit ist, setzt ja dann auch voraus, dass die Fenster damals glatte Scheiben hatten. Und die Glasherstellung war tatsächlich einfach noch nicht so weit. Und das heißt, Leute, die nach und nach diese Fenster zusammengesetzt haben, haben natürlich da, wo die Glasscheibe dicker war, das dickere Ende nach unten gesetzt, um die Struktur des Fensters stabiler zu haben. Weil da, wo es unten sitzt, also es macht irgendwie Sinn. Also es ist kein Beweis dafür, dass das Glas eine langsam fließende Flüssigkeit ist. Es ist noch aus einem anderen Grund total unplausibel. Nämlich, kleines Gedankenexperiment. Also Hydrodynamik, also wenn es tatsächlich eine Flüssigkeit wäre, läuft ein bisschen anders. Das ist komplizierter, da muss man ein bisschen Differentialgleichungen lösen. Aber ich glaube, ich habe eine gute Analogie. Wenn man sich vorstellt, also irgendwie, dass etwas ganz langsam fließt, da müssen zwei Dinge für erfüllt sein. Das heißt, einmal muss man über einen bestimmten Punkt mit einer Kraft kommen, damit etwas anfängt zu fließen. Ja, also wenn man irgendwas Dickflüssiges hat, dann, wenn man es leicht kippt, dann bleibt es noch im Topf. Aber wenn man dann über einen bestimmten Punkt hinaus kommt, dann läuft es nach einer gewissen Zeit über den Rand drüber. Also einen bestimmten Winkel nimmt man noch. Und man könnte da eine Analogie ziehen zwischen Haftreibung und Rollreibung. Wenn man irgendwas hat mit einem Reifen, eine Schubkarre oder ein Auto oder keine Ahnung was, hat man erstmal Haftreibung und sobald man die Haftreibung der Reifen überwunden hat, kommt nur noch Rollreibung ins Spiel. Das heißt also, man muss einmal über einen kleinen Energieberg, also man muss ein bisschen Energie investieren und dann ist man im Rollen und dann hat man nur noch die Reibung vom Rollen. Und so ähnlich ist es auch beim Fließen. Ich muss erstmal einen gewissen Punkt an Energie überwinden, damit etwas in Bewegung kommt und wenn es dann in Bewegung ist, dann kann ich das quasi mit weniger Energieaufwand beibehalten. Und da merkt man schon, wenn das eine Flussgeschichte sein soll, die über Jahrhunderte läuft, dann kann es irgendwie nicht dazu passen, dass erstmal ein klein wenig Energie investiert werden musste und es dann langsam fließt über Jahrhunderte. Das ist etwas, was in der Physik nicht vorkommt und was halt auch leider nicht zu dieser Haft gegen Rollreibung passt. Wenn Glas tatsächlich eine sehr zähflüssige Flüssigkeit wäre und die Erdanziehung reichen würde, dass es anfängt zu fließen, dann müsste die Analogie, die Haftreibung verschwindend gering sein, vielleicht sogar geringer als die Rollreibung, jetzt in der Analogie, dass das quasi sofort anfängt zu fließen und dann sehr, sehr langsam fließt. Sowas kommt aber nicht vor. Auch bei hydrodynamischen Prozessen, also bei Prozessen, wo sich zähe Flüssigkeiten in Bewegung versetzen. Das heißt, Glas ist keine Flüssigkeit, die sehr langsam fließt. Glas ist ein amorpher Kristall, könnte man sagen, also eine ungeordnete, erstarrte Geschichte. Und die fließt nicht über Jahrhunderte langsam nach unten.
Und ich würde sagen, das war die halbe Physik und eine interessante Randbemerkung dazu noch. Das hat mich tatsächlich, nachdem Romy das erzählt hat und ich gesagt hat, ich will was über die Physik des Glases und diese Falschannahme, die ich gerade erzählt habe, auch so ein bisschen mal kurz drüber quatschen. Ich habe danach auf YouTube rein zufälligerweise einen großartigen Vortrag von John Cormack gefunden, einem der Entwickler von id Software, also die, die Doom gemacht haben und dann Quake und Wolfenstein und so weiter und so fort, also diese First-Person-Shooter-Geschichte angestoßen haben, und der ist ein großartiger Programmierer und der hat was, der hat mal eine Physikvorlesung gehalten. Also ich nenne es eine Physikvorlesung, der hat auf einer Konferenz, auf der QuakeCon, hat er was über Physik der Engines erzählt. Also wie 3D-Engines gebaut werden und wie dort Materialbeschaffenheiten und Reflexionseigenschaften designt werden und wie die Physik dort eine Rolle spielt. Es ist so faszinierend. Du sitzt dort und guckst eine Programmiererkonferenz und jemand stellt sich hin und erzählt etwas über Einfallswinkel, Ausfallswinkel, Absorption in Materialien, wie viele Moleküllagen Licht bei bestimmten Stoffen eindringt, wie Reflexionen an rauen Oberflächen, an glatten Oberflächen, an lackierten Oberflächen, wie die Behandlung von Oberflächen sein muss, damit Licht reflektiert wird, wie die Funktionen dazu aussehen und wie man das approximieren kann. Ist unglaublich großartig. Ich habe den Link jetzt leider nicht offen, aber ich glaube, man findet das. QuakeCon 2013 oder 2012 hat er dieses, das geht anderthalb Stunden. Das ist nichts, was man sich mal eben kurz anguckt. Und man muss da auch echt Bock drauf haben, aber das ist faszinierend. Und da geht es auch um Glas. Wie man Reflexionen auf Glas macht, das ist längst nicht trivial und es braucht relativ viel Rechenleistung, wenn man es physikalisch treu macht. Aber man, es gibt ein paar Umwege und das wird jetzt aber, glaube ich, zu weit führen. Und das ist auch nicht mehr wirklich Physik, wenn ich darüber spreche, wie man eine Berechnung von 1 durch Wurzel x in einem Computerprogramm nur durch Plus, Mal und Bitshifts erreicht, sodass der Computer es sehr, sehr schnell verarbeiten kann. Da gibt es nämlich auch eine geile Geschichte, wie sie das in der Quake 3 Engine gemacht haben, die so gerade an dem Level grenzt, den ich noch verstehe, was Computerwissenschaften angeht. Aber das war jetzt erstmal die Physik. Ich hoffe, Horsty, das ist damit abgegolten. Ne? Vielleicht hat es der Regen angeschubst, sagt Horsty. vielleicht. Nee, ich glaube auch nicht. Okay, wollen wir kurz neues Projekt an den Start schicken und dann machst du dein Random Politik-Lexikon? Okay. Ja, das Spiel muss ja vorwärts gehen. Nationales Straßennetz haben wir erforscht. U-Bahn ist jetzt... Achso, das können wir nicht. Dafür müssen wir modernen öffentlichen Nahverkehr erforschen. Dann können wir U-Bahn erforschen. Das sorgt für Unzufriedenheit. Reduktion. Brauchen wir jetzt aber nicht. Modern, also wir haben hier sehr viel. Moderner öffentlicher Verkehr würde auch IME plus 1 geben und BP plus 0,01. Das gefällt mir auch gut. Und das können wir uns auch vom Unterhalt leisten, wenn ich das gerade so richtig... Ja, 15 AP-Punkte, aber ja, könnten wir uns leisten. Wir haben immer noch den alternativen Tourismus, den wir dann abschalten, wenn wir das nächste erforschen wollen, auf der Pfanne. Und ansonsten, wir haben jetzt ein Jahr lang reduzierte Projektlaufzeit. Man sieht das hier oben, das sind sonst immer relativ gerade Zahlen. Hier ist es jetzt 148 Tage. Was ich vielleicht vorschlagen würde, wäre, wir suchen uns vielleicht kurze Projekte, weil da kriegen wir den, also da ist der Bonus effizienter. Das heißt, wenn wir kurze Projekte haben, überall minus 15, das wäre so eine Sache, also ist auch ein guter, ist auch eine gute Sache, dass wir quasi einfach mal
nochmal die Liste durchgehen, was wir alles noch so an Projekten haben, weil dieses mit den Straßen, die uns gar keine AP gekostet haben, war ja auch ein Glücksfall, dass wir den entdeckt haben. Deswegen würde ich einfach mal tatsächlich so ein bisschen Inventar pflegen und so Liste mitschreiben, damit wir beim nächsten Mal relativ zügig, also jetzt einmal Zeit investieren und uns viele Sachen angucken, damit wir nachher schneller entscheiden können. Ja, das finde ich gut. Rundum sauber durchargumentiert, ich finde es gut. Das freut mich. So, Wasseraufbereitungsanlagen. Immer gut. Auch ist eine sehr lange Zeit. Ich würde mich freuen, wenn man das hier so ein bisschen sortieren könnte nach. Kann man das? Das kann man tatsächlich. Persönliche Kontrolle. Man kann aber hier leider nicht sortieren nach Zeitdauer. Okay, wir können sie inhaltlich sortieren. Ja. Okay. Aber darauf kommen wir mal zurück. Genau, wenn wir diesen Diplomatensieg uns nochmal genauer angucken, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir so direkt dann zusteuern. So, ich klicke jetzt schnell mal durch. Das hier wäre ein kurzes Projekt. 102 Tage. Ausländische Aggressionen reduzieren. Interessant. Botschafternetzwerk. Relativ lang. Du kannst ja schreien, wenn dir etwas auffällt. Ich gucke jetzt eher so ein bisschen auf Zeit. Ist schön, wenn man zwei Augenpaare hat. Also richtig gut sehe ich es nicht, aber da finde ich zum Beispiel gut, dass der Index menschlicher Entwicklung steigt. Das finde ich grundsätzlich gut. Ja, das hier wäre ein kurzes, internationale Gemeinschaft, aber da kriegen wir ein bisschen mehr Arbeitslosigkeit. Konstruktivismus wäre auch ein kurzes. Das wäre Aktion freigeschaltet, Provokation. Okay. Politik der Verteidigung. Auch ein kurzes, 100. Weiß gar nicht, ob das so sehr kurz ist. Ich guck mal. Ach, die sind auch alle relativ lang. Mal von dem Preis für die Aktionspunkte abgesehen, hat der Laser lange gedauert in der Entwicklung? Ich wollte ihn nur mal wieder anbringen. Laser, 85 Tage, oh. 85 Tage, wir müssen aber erst Kernspaltung erforschen dafür. Und Kernspaltung könnten wir jetzt erforschen, würde 106 Tage dauern. Kein Unterhalt. Und bringt uns 250 Punkte. Ja. Ja, forschen ist ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Sollen wir das mal machen? Ist einer der kürzesten, also... sind wir doch nicht alle Sachen durchgegangen. Das stimmt, aber ich möchte gerne zielgerichtet zum Laser. Alles klar. Horsti sagt, ich glaube, ihr solltet auch nochmal nach den Ressourcen schauen, damit der Block größer werden kann. Ich habe jetzt hier Kernspaltung auf jeden Fall auf der Favoritenliste, sage ich jetzt einfach mal. Die Punkte geben uns quasi, hier oben die Punkte sind die Gewinnkondition. Wenn wir nicht schaffen, Diplomatensieg zu schaffen oder einen Forschungssieg, dann hat nach 100 Jahren, also wenn hier oben 2121 steht, das Land gewonnen, was die meisten Punkte erwirtschaften konnte in dieser ganzen Runde. Und dafür kriegen wir jetzt einfach mal 250. Aber ich würde jetzt mal tatsächlich auf diese Umweltgeschichte gehen. Förderung seltener, intensiver Bergbau, Umweltzerstörungsmodifikator plus 1, Arbeitslosigkeit minus 0,01 und wir können aggressive Bewirtschaftung machen. Weiß ich nicht, ob wir das wollen, aber das steigert nicht direkt unsere Rohstoffeinnahmen. Hier würden wir seltene Erden direkt steigern und unseren Index menschlicher Entwicklung plus 1 machen. Förderung seltener Erden. Das wäre
Ich mach das, ich schreibe mir das mal auf. Wo war das? Das war in Umwelt, genau. Umwelt. Seltene Erden. Aber relativ lang. Und dann haben wir hier unten noch Landschaftsschutzverordnungen. Grundsätzlich immer gut. Ja. Wirtschaft. Achso, genau, da haben wir diese Geschichte mit dem Tourismus. Industrieverordnungen. Gibt uns jetzt, also auch interessant, gibt uns jetzt nicht direkt mehr Ressourcen hier oben. Wir könnten auch mal bei Infrastruktur gucken. Kohlekraftwerke haben wir noch nicht mal erforscht. Hier haben wir das moderne, moderner Schienenverkehr. Auch ein kurzes Projekt. Und der Index menschlicher Entwicklung geht hoch und es bringt uns RP-Einnahmen. Ja. Das erfüllt gerade alle Punkte auf der Liste. Das stimmt. Wollen wir das anstatt ja. Kernspaltung machen? Ja. Aber okay. Danach machen wir Kernspaltung, damit es den Laser gibt. Okay, ich habe Kernspaltung aufgeschrieben und dann nehmen wir das hier. Haben wir ein neues Projekt an den Start gebracht. Und ich mache mal auf langsamer Geschwindigkeit. Und dann wäre Romy dran mit Random Politiklexikon. Dafür wurden auch Kanalpunkte ausgegeben. Das kostet nichts, kriegt man einfach zum Zugucken. Und es wurde gewünscht, Seite 666 von Horsti. 666, was steht da? Genau. Seite 666. Wir befinden uns im Kapitel 7. Die öffentlichen Aufgaben und ausgewählte Politikfelder. Um genau zu sein, befinden wir uns jetzt im Abschnitt 2 Arbeit und Wirtschaft. Und auf Seite 666 landen wir im Bereich Wettbewerb und zwar bei dem Thema deutsche Einheit und europäische Wettbewerbspolitik. Das zieht sich dann noch auf Seite 667. Den Teil europäische Wettbewerbspolitik würde ich mal weglassen, weil der hier sowieso veraltet ist. Insofern irrelevant. Aber deutsche Einheit und Wettbewerb ist super spannend. Ich bin gerade auch über was gestolpert, was ich nicht wusste. Insofern freue ich mich total. Danke, Horsti, für diese Seite, weil ich habe was gelernt. Und zwar... Mit dem Beitritt der DDR zur BRD hatten wir ja dann auf einmal die Vereinheitlichung der Gesetzgebung. Also ganz viele Dinge, die wir hier im Spiel irgendwie auch sehen. Und es gab dann auf einmal ein Wirtschaftssystem, es gab eine Währung, aber wir hatten zwei unterschiedliche Staaten mit unterschiedlichen Besitzverhältnissen, mit unterschiedlichen Produktionsgütern. Also all das, was sozusagen Wirtschaft messbar macht, war in beiden Teilen komplett unterschiedlich ausgeprägt. Insbesondere deswegen, und das ist ja irgendwie eine logische Konsequenz, weil das eine die soziale Marktwirtschaft, das bundesdeutsche Modell war, und das andere war der Sozialismus der DDR. Was bedeutete, es gab ein Volkseigentum an den Produktionsmitteln. Heißt also, alle Betriebe waren im Volkseigentum, nicht jetzt irgendwie nur so die Bahn, sondern auch die Unternehmen, die da so ansässig waren. Und dann gab es so ein Stück weit das Problem, dass man ja in einer sozialen Marktwirtschaft nicht so viele Betriebe als Staat haben kann. Also war die Idee, man packt dieses volkseigene Gut, die Betriebe und all das, was so mit dazugehört, in einen großen Topf und lässt den verwalten von der Treuhandanstalt. Und da gab es auch, glaube ich, im letzten Jahr noch mal so eine großartige Dokumentation, glaube ich, in der ARD, die da sehr viele Sachen noch mal so aufgedeckt hat. Sicherlich eines der umstrittensten Themen, wenn Menschen sich so über die Wiedervereinigung, den Beitritt, wie auch immer, unterhalten. Und ich habe nie über diesen Wettbewerbsanteil nachgedacht, also wirklich noch nie. Und zwar, es gibt ja das Bundeskartellamt, das dafür sorgt, dass es keine Wettbewerbsverzerrung auf dem Markt gibt.
Also, dass also die Investitionen irgendwie ausgeglichen sind, dass es genug Angebote gibt, dass es nicht nur einen Investor gibt, sondern mehrere. Also, die wirklich versuchen sollen, für einen ausgeglichenen Wettbewerb zu sorgen. Und das stand aber ein Stück weit im Gegensatz zu der Problematik, die man ja mit der ostdeutschen Wirtschaft hatte. Weil die Wirtschaft lag am Boden, man brauchte ganz dringend Investitionen. Gleichzeitig gab es auch so den, steht alles hier drin übrigens, gab es auch die Befürchtung einiger westdeutscher Unternehmen, dass die ostdeutsche Konkurrenz vielleicht irgendwie sie vom Markt drängen könnte. Also brachten sie sozusagen ihr Geld und kauften den ostdeutschen Markt auf. Und da hatte das Kartellamt so ein Stück weit ein Problem damit. Und weil klar war, dass man die Kartellrichtlinien, die für die Bundesrepublik galten, nicht eins zu eins auf die ostdeutschen Länder anwenden konnte, wurde im März 1990 nach der ersten demokratischen Wahl zur Volkskammer der DDR unter der Regierung de Maizière das Amt für Wettbewerbsschutz gegründet. Die waren zwar alle vom Bundeskartellamt ausgebildet, aber es ist trotzdem alles nochmal so ein bisschen anders gelaufen und auch ein bisschen informeller. Und die Treuhand hat am Anfang Sachen verkauft und hat auch dieses Amt für Wettbewerbsschutz gar nicht so richtig im Blick, bis dann dieses Amt gesagt hat, Moment mal, wir müssten hier mal reingrätschen. Und eigentlich war der Plan, dass 14 Tage vor einer Fusion, dass dieses Amt für Wettbewerbsschutz informiert wird und die haben dann die Möglichkeit, eine Fusion oder einen Aufkauf oder wie auch immer zu verhindern. So richtig funktioniert hat es aber nicht. Und so gab es eher so einen informellen Austausch, die Prozesse waren nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Und gleichzeitig hat aber auch das Amt für Wettbewerbsschutz Kritik zu diesem Zeitpunkt schon an der Treuhand geübt. Und zwar haben sie Kritik geübt an Entscheidungen für bestimmte Investoren und dass bestimmte andere Investoren ausgegrenzt waren, dass teilweise auch es zu wenig internationale Investoren gab. Also sie hätten sich mehr ausländisches Kapital gewünscht, um die ostdeutsche Wirtschaft zu boosten. Und jetzt schließt der Text an dieser Stelle und den möchte ich kurz zitieren. Zulasten der kleinen und mittleren Unternehmen gingen auch die Dumpingmethoden, mit denen die Treuhand versuchte, ihre Betriebe am Markt zu halten. Und sie gingen auf den bequemeren Weg des schnellen Großverkaufs an Großinvestoren, als dass es tatsächlich einen wirklichen Wettbewerb um diese Güter, die ja dem Staat gehörten, gab. Das war Seite 666 mit ein wenig Ausflug in 67. Vielen Dank, Horsti. Ich habe was gelernt. Vielen Dank, Romy. Ja, ich auch. Hi, Pasek. Du, der ist auch gerade in den Chat hineingekommen. Schön, dass du da bist. Hallo, hallo. Ja, war auch neu. Und Pasek sagt gerade, ja, Ausverkauf der neuen Bundesländer, da hat die Anstalt mal was Schönes gemacht. Die Anstalt hat sehr viele Dinge schon sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Kann ich immer wieder empfehlen. Und vielleicht auch gerade, wenn man inhaltlich nicht immer zustimmt, ist es empfehlenswert, sich es anzugucken. Es gibt an der einen oder anderen Stelle nochmal eine Perspektive. Ist wie bei Twitter, ich mag es, Leuten zu folgen, denen ich auch widerspreche, inhaltlich. Finde ich super. Ja, Frau Höhne ist seit einiger Zeit auf Twitter, also ihr könnt ihr folgen unter @FrauHöhne. Ja.